13. Jahrhundert hat der Staufenkaiser Friedrich II. Ein krasses Experiment durchgeführt. Er wollte herausfinden, ob es eine Ursprache gibt. Eine Sprache, die weder Deutsch, Englisch, Französisch noch sonst irgendwas ist. Und dann hat er sich überlegt, wie finde ich das raus? Am besten, wenn ich Säuglinge direkt nach der Geburt von ihrer Mutter trenne und sie nur gefüttert und gewickelt werden und keiner mit ihnen spricht. Dann wird bestimmt irgendeine Sprache zum Vorschein kommen. Also hat er das gemacht, Kinder von den Müttern getrennt, Ammen übergeben, die Ammen haben die Kinder gestillt, gewickelt. Ihnen wurde verboten, mit ihnen zu sprechen oder sie auch nur irgendwie in irgendeine liebevolle Form von Zuwendung zu geben. Das Schlimme, was dann passiert ist, ist, dass nicht die Kinder angefangen haben zu sprechen, sondern sämtliche Säuglinge sind gestorben. Weil man das damals einfach noch nicht wusste, wie wichtig körperliche Nähe und Kommunikation ist. Ich finde das so eine krasse Geschichte. Heutzutage spricht man von der bestvernetztesten Gesellschaft aller Zeiten. Und gleichzeitig ist es die einsamste Gesellschaft aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie viele von euch, wer ist bei Facebook oder bei Twitter oder bei Xing oder bei was weiß ich, wie das alles heißt. Wir haben hunderte von Freunden. Aber wer von denen ist da, wenn man wirklich jemanden braucht? Ich würde mich als sehr gut eingebunden bezeichnen. Ich habe eine tolle Familie, ich bin glücklich verheiratet, ich habe tolle Freunde, ich habe eine Small Group. Und trotzdem kenne ich das, dass ich mich manchmal so einsam fühle. Und dass ich mir wünschte, ich hätte jemanden, mit dem ich durch dick und dünn gehen kann, der einfach mir zur Seite steht. Gibt so Momente. Und ich glaube, es ist nicht vermessen zu behaupten, dass in jedem Menschen so eine Sehnsucht steckt, wenn schon Säuglinge, die das eigentlich noch gar nicht wissen, dass es sowas gibt, sterben, wenn sie das nicht bekommen. Wir sind heute am letzten Sonntag in unserer Serie Daily Miracle. Und heute geht es um ein ganz besonderes Wunder, was Jesus getan hat und was das mit dem ganzen Thema Gemeinschaft und Teamgeist zu tun hat. Und weshalb ich diese Matte hier mit mir rumschleppe, was das damit zu tun hat, lasst euch überraschen. Und jetzt haben wir hier erstmal auf der Bühne eine Zeitzeugin, die das Wunder miterlebt hat früher. Einen Menschen auf einer Matte, einen Gelähmten tragen sie. Und in dem Moment, da wusste ich ganz genau, diese vier Männer, die wollten unbedingt zu Jesus, unbedingt. Aber sie kamen ja nicht durch. Wie sollten sie auch? Und nach einer Weile hob ich den Blick und ich traute meinen Augen nicht. Da standen die vier Männer oben auf dem Dach. Sie räumten Äste zu Zweige und kratzten Lehm weg und machten ein Loch, eine große Öffnung in das Dach hinein. Und die Hälfte der Zweige und Lehm und Dreck, alles fiel auf Jesus und auf die Zuhörer hinunter. Was für eine Unverschämtheit, dachte ich. Was für eine Unverschämtheit. Aber das war noch nicht alles. Sie hieften den Gelähmten ganz vorsichtig auf das Dach und dann ließen sie ihn an Seilen befestigt auf der Matte hinunter, direkt vor Jesus. Wie wird Jesus reagieren, dachte ich mir. Ich meine, er war von oben bis unten, von Kopf bis Fuß voller Dreck und sein Haus, sein Dach wurde vor seinen Augen zerstört. Und er wurde beim Predigen unterbrochen. Aber Jesus,
dem war das völlig egal. Er sagte zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Da ging ein Raunen durch die Menge. Ich habe sofort gespürt, dass das einigen gar nicht schmeckte. Vor allem die Gelehrten, die waren ziemlich sauer. Wie kann dieser Mensch etwas wagen, sowas zu sagen? Das ist Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und Jesus drehte sich um zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und der Mann, der steht auf. Der nimmt seine Matte und geht vor unseren Augen weg. So etwas Außergewöhnliches habe ich noch nie erlebt. Ja, dieser Jesus tut wirklich Wunder. So etwas Außergewöhnliches habe ich noch nie erlebt. Dieser Jesus tut heute noch Wunder. Das ist so krass, finde ich, was der erlebt hat, dieser Gelähmte. Der ist einfach aufgestanden und rausgelaufen. Ich finde, ich habe schon ein paar Heilungen miterlebt, aber das ist eine Nummer, die finde ich, weiß ich gar kein Wort für. Was mich allerdings an dieser Geschichte noch viel mehr berührt, ist was ganz anderes. Nämlich nicht das Wunder an sich, sondern der Weg zu dem Wunder. Und ich möchte mir zuerst mit euch dazu die Bibelstelle nochmal genauer anschauen und euch dann erklären, was ich damit meine. In Markus 2, ab Vers 2 steht es: Während er, also Jesus, ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Hier ist jetzt von dieser Matte die Rede. Ich weiß nicht, wie die damals ausgesehen hat. Das hier ist so eine Strandmatte, die ich noch gefunden habe. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, glaube ich, muss man sich das so richtig bildlich vorstellen. Der Gelähmte saß auf dieser Matte. Das war sein Leben. Ich weiß gar nicht, ob er saß überhaupt oder ob er vielleicht irgendwie kauerte und weil er gelähmt war, gar nicht sitzen konnte. Sein Leben spielte sich hier ab. Er war gelähmt, er konnte überhaupt nichts. Das heißt, er war abhängig, vollkommen abhängig von anderen Menschen. Die mussten ihm zu essen geben, die mussten ihn sauber machen, mussten ihn irgendwo hintragen, wenn er irgendwo hin wollte. Er war total abhängig, er konnte nichts alleine. Dann war er auch noch arm, denn damals in der Zeit war das so, gab es keine Krankenversicherung oder sowas. Und wenn er von irgendwas leben wollte, musste er alles verkaufen, was er irgendwie am Besitz hatte, um ein bisschen noch überleben zu können. Es war nichts zu machen, auch medizinisch. Der konnte nicht einfach operiert werden. Und dann, der Basti hat das letzte Woche in der Predigt über den Aussätzigen schon erzählt, war es zu der Zeit einfach so, wer so eine krasse Krankheit hatte, der hatte das selbst verschuldet. Der hat sich selbst dahin gebracht. Der war ein Sünder. Das heißt, der war auch noch verachtet. Für das alles steht diese Matte. Der Gelähmte war vollkommen, kann man nicht anders sagen, gelähmt. Konnte nichts. Und vielleicht ist es überraschend für dich, aber ich glaube, dass jeder von uns
jeder Mensch auf dieser Welt irgend so eine Matte hat. Dass sie unterschiedlich aussieht vielleicht. So eine Matte steht einfach für Lähmung, für menschliche Unzulänglichkeit, Unvollkommenheit. Mich erinnert es immer an diese Fabrikverkäufe oder Werksverkäufe, die ich so liebe, wo ich irgendwelche Schnäppchen machen kann, ob das Porzellan ist oder Kleider oder Kekse oder sonst was. Die gibt es günstig, aber ich weiß, die haben alle irgendwelche Macken. Die haben alle irgendwelche Fehler. Man sieht sie vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber so kommt es mir mit uns Menschen auch manchmal vor. Und deswegen, die Frage ist ja, was können solche Matten sein? Was, vielleicht ist es irgendeine Lähmung im Bereich, ich habe lauter Geheimnisse in meinem Leben und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Die müsste ich mal in Ordnung bringen, ich müsste klärende Gespräche führen und tue es nicht. Ich habe irgendwelche Probleme in Finanzen. Ich habe ständig Streit mit irgendwem. Vielleicht komme ich mit meinem Temperament nicht klar. Was auch immer diese Matten sein können, ich glaube, jeder von uns hat so eine Matte. Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass wir Menschen permanent damit beschäftigt sind, so ein Mattenmanagement zu betreiben und so zu tun, als hätten wir gar keine Matte. Als wäre ich perfekt, damit die anderen bloß nichts Komisches denken. Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum wir immer unsere Matten verstecken wollen. Das eine ist wie eine Angst vor Ablehnung und Verletzung. Wenn ich meine Matte erzähle irgendwo, dann mögen die Leute mich nicht mehr, dann lehnen sie mich ab. Ich finde das so absurd, weil ich habe eigentlich das Gefühl, wenn mir jemand von seiner Matte erzählt, dann habe ich den manchmal sogar noch lieber als vorher. Weil ich denke, Mensch, es ist ja auch nur ein Mensch. Vielleicht ist eine Angst aber auch die Angst, andere zu belasten. Die Angst kenne ich zum Beispiel gut. Dass ich denke, wenn ich hier meine Matte offenbare, die anderen haben eh genug Probleme. Was sollen die sich jetzt noch mit mir beschäftigen? Ich bin da vielleicht nicht so wichtig oder ich bin besonders gut, anderen immer zu helfen mit ihren Matten. Aber meine Matte, die erzähle ich keinem. Da lasse ich keinen reinschauen. Ich glaube, dass es unterschiedliche Arten von Menschen gibt. Die einen, die immer überall ihre Matte präsentieren und sagen, hilf mir. Und andere, die immer nur ihre Matten verstecken und immer nur anderen helfen, damit sie bloß nicht an sich selbst rankommen müssen. Und was ich heute Morgen glaube, ist, dass wir aus der Geschichte von dem Gelähmten und seinen Freunden extrem viel lernen können. Der erste Punkt, den wir lernen können, dass so eine, wirklich, sage ich mal, wirklich wie so eine Mattengemeinschaft entstehen kann zwischen dem Gelähmten und seinen Freunden, ist, dass er einfach ehrlich ist. Der ist ehrlich mit seiner Matte. Na, vielleicht sagt er jetzt, ja, also wie soll der denn nicht ehrlich sein mit seiner Matte? Die sieht man doch und ist ja klar. Aber er hat es zugelassen. Er hat seinen Freunden erlaubt, sich für ihn und seine Matte zu interessieren und sich um ihn zu kümmern. Er hat sich entschieden, schwach zu sein und mutig zu sein und zu seinen Schwächen zu stehen und wo er einfach Hilfe braucht. Und er wird dadurch zum Teil eben dieser Mattengemeinschaft, und ich glaube, das ist eine der durchschlagskräftigsten Small Groups der Weltgeschichte. Weil er durch seine Ehrlichkeit und das, dass er den anderen erlaubt, ihm zu helfen, ermöglicht, dass er ein Wunder erlebt. Ohne seine Freunde wäre er nie zu Jesus gekommen. Ohne seine Freunde wäre er überhaupt nicht in den Saal gekommen. Da hätte er überhaupt keine Möglichkeit gehabt, ein Wunder zu erleben. Und ich glaube, dass das eine Art ist, wie Gott ganz oft eingreift, dass er andere Menschen benutzt, dass Wunder erlebt werden können. Ich bin mir sicher, er hätte das alles viel schneller und unkomplizierter irgendwo selber machen können, aber er wollte Menschen benutzen. Gott möchte nicht, dass wir Einzelkämpfer sind, sondern dass wir wirklich miteinander, füreinander einstehen. Der Gelähmte war ehrlich
Und das Pendant zur Ehrlichkeit ist Verschwiegenheit. Und ich sage euch was, Leute, da bin ich überhaupt nicht easy. Wenn man das Gefühl hat, man ist ehrlich und erzählt, was die Matte ist oder was einen sonst beschäftigt, und es wird nicht vertraulich behandelt. Und oft ist es dann so ein bisschen hinter so christlichen Floskeln versteckt. Da ist dann eine in der Small Group und erzählt ein Problem. Und irgendjemand anders aus der Small Group sagt, ach, liebe Zeit, das ist mir aber zu krass, das muss ich irgendjemandem erzählen. Und dann wird es jemand anderen erzählt, komm, wir beten noch für die. Und die andere Person kommt dann ein paar Wochen später zu der Mattenperson und sagt, ach du, wie geht's dir eigentlich da und da mit dem Thema? Ich habe die ganze Zeit für dich gebetet. Wie würde ich mich denn fühlen? Wie würdest du dich fühlen, wenn du wüsstest, dass das, was du erzählst bei deinen Freunden in deiner in der Small Group oder in irgendeiner Situation nicht da bleibt? Das ist mir so wichtig, dass Vertrauen nicht missbraucht wird. Aber nicht nur der Gelähmte muss ehrlich sein, sondern ich glaube auch, dass seine Freunde ehrlich sein müssen. Die hätten ihm ja auch sagen können, Mei, du sitzt ja schon ein paar Jahre da auf dieser Matte, was soll das, ist doch nicht so schlimm, wir sind doch da, wir helfen dir doch, du hast genug zu essen, wir sind immer da, wir und so weiter. Nein, sie sagen ihm, stimmt, du bist gelähmt, du hast ein Problem, wir helfen dir. Wir wollen gemeinsam schauen, was da möglich ist. Ich glaube, dass wir alle so Leute brauchen, die ehrlich sind zu uns und die uns die Wahrheit sagen. Ich habe ein paar Freundinnen, denen ich das erlaubt habe, und die das auch machen. Ich sage euch, das ist nicht immer angenehm. Vor einiger Zeit hat mich zum Beispiel eine Freundin, hat mich irgendwie zur Seite genommen, hat gesagt, Frau Gott, du, ich muss jetzt echt mal mit dir reden. Irgendwie habe ich das Gefühl, du nimmst nur noch mit mir Kontakt auf, wenn es darum geht, irgendwas abzusprechen. Wann ich mal wieder auf dein Kind aufpassen kann oder wann wir dies oder das erledigen und immer nur so ein organisatorisches Zeug. Aber ich wünsche mir, dass wir einfach wieder Zeit verbringen, dass wir Zeit miteinander haben. Ich sag dir, das hat mir nicht besonders gut getan, also hat mir nicht besonders gefreut. Ich will doch die tolle Freundin sein. Ich habe aber gemerkt, sie hat recht. Und sie hat es mir trotzdem, trotz aller Ehrlichkeit, freundlich gesagt. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mich zu verändern. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen und gesagt, stimmt, ich möchte Beziehung wieder eine andere Priorität geben. Das ist durch die Ehrlichkeit entstanden. Und ich glaube, dass Beziehungen wieder Priorität bekommen, das ist auch was, was wir aus der Geschichte lernen können. Die Freunde von diesem Gelähmten, die hätten alle Möglichkeit gehabt, ihn abzustempeln, zu verurteilen. Ja, du bist doch ein Sünder, wir verachten dich doch alle, deswegen kümmern wir uns auch nicht um dich. Aber sie haben es nicht getan. Ich glaube, wir wünschen uns alle tiefe Beziehungen. Aber manchmal ist die Frage, was sind wir bereit dafür zu geben? Bist du bereit, einen Preis zu zahlen, zu investieren, dir Zeit zu nehmen? Für was investierst du deine Zeit? Arbeit, Geld verdienen, Geld ausgeben, Dinge rumwurschteln, erledigen? Oder investierst du die Zeit wirklich in das, wofür wir eigentlich geschaffen wurden? In Gemeinschaft. Es ist eine Entscheidung, da eine Priorität zu setzen. Erst gestern hatte ich die Situation, wir sind vorgestern aus dem Urlaub gekommen und ich hatte mir dann für gestern alle möglichen Dinge überlegt. Unser Sohn Benedikt, der ist 3 Jahre alt, der kommt jetzt am Montag in den Kindergarten. Da wusste ich, muss noch alles Mögliche erledigen dafür. Oder ich wollte noch die letzten Sachen an der Predigt machen oder den Einkauf für nächste Woche oder zu Hause mal wieder so klar Schiff machen. Dann liege ich noch im Bett, kriege morgens gleich in der Früh einen Anruf von einer Freundin und sagt, Frau Godo, mir geht's gar nicht gut. Wir unterhalten uns ein bisschen am Telefon und ich merke, es ist ein Samstag, sie ist sonst allein, es ist einfach dran, dass wir Zeit verbringen. Und ich bin ein sehr organisierter und geplanter Mensch. Und es hat mich wirklich was gekostet, meinen Plan über den Haufen zu werfen, zu sagen, nee, wir verbringen jetzt Zeit. Wir hatten im Endeffekt so einen schönen Abend, so einen schönen Tag, aber ich habe gemerkt, es hat mich trotzdem viel gekostet und hat mich erinnert an meine Predigt von heute, um was es geht, Prioritäten zu setzen. Ich glaube, dass es gar nicht immer darum geht, dass es wer weiß, was für eine krasse Qualitätszeit sein muss, sondern vielmehr, dass man einfach miteinander ist, einfach Zeit hat. Und es gibt eine Geschichte,
die mich extrem berührt hat. Es ging um einen Wettstreit. Es ging darum, das liebevollste Kind zu küren. Und gewonnen hat ein kleiner Junge. Und der kleine Junge hat deswegen gewonnen, weil er im Garten gespielt hat und hat seinen Nachbarn gesehen, im Nachbargarten, wie er auf der Bank saß und geweint hat. Der hat geweint, weil er seine Frau verloren hatte. Ist der kleine Junge kurzerhand in den Nachbargarten gegangen, hat sich auf den Schoß gesetzt von dem Mann und saß da. Seine Mutter hat das beobachtet und hat sich gedacht, du liebe Zeit, was macht er denn jetzt da? Was soll man denn da? Ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll. Und der Junge sitzt da. Und irgendwann kommt er wieder rüber und er fragt seine Mama ihn, du, was hast du denn die ganze Zeit gemacht bei dem Mann? Und dann sagt der kleine Junge, gar nichts. Ich habe ihm einfach beim Weinen geholfen. Wann hast du zum letzten Mal jemandem beim Weinen geholfen? Wann warst du einfach da und hast da gesessen? Ich glaube, das sind Dimensionen von Gemeinschaft und von Nähe, von Prioritäten setzen, die sich jeder wünscht, aber die nur wenige bereit sind zu geben. Und ich glaube, dass man sich da viel zurücknehmen muss und dass es ganz viel mit Selbstlosigkeit zu tun hat. Und das hatten die Freunde von dem Gelähmten definitiv. Die haben sich so zurückgenommen und haben einfach geguckt, was braucht jetzt unser Freund. Ich möchte euch das weiter vorlesen aus Markus 2. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht, 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. In unserer Geschichte geht's weiter. Sie bringen den Mann zu Jesus auf seiner Matte und wissen, wir müssen unbedingt dahin. Und dann ist die Tür zu. Sie kommen viel zu spät. Und was jetzt? Dann geht es weiter. Da decken sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Ich finde das so abgefahren, wie das in der Bibel immer so knackig da beschrieben wird, wie die Maria, unsere Zeitzeugin, das vorhin beschrieben hat, hat mir viel besser gefallen. Das ist so krass. Die haben dann die Idee, weil sie nicht reinkommen, wir decken halt einfach das Dach ab. Was ist denn das für eine Idee? Und dann predigt Jesus da und plötzlich bröckelt es über ihm, die lassen den Mann runter und dann liegt er da. Ich finde es wirklich erstaunlich und die Jungs haben von mir wirklich jeden Respekt verdient, weil die scheren sich wirklich in Dreck darum, was die anderen denken. Ich hätte mir wieder Gedanken gemacht, du liebe Zeit, was denken die Leute, ich kann doch da nicht stören und so weiter. Das ist ihnen egal. Sie bringen ihren Freund zu Jesus und tun dafür, was es eben braucht. Die sind wirklich selbstlos. Sie haben beschlossen, dass sie sich durch nichts aufhalten lassen. Ich denke mir auch, die hätten ja schon viel früher zu der Versammlung kommen können und hätten sich die besten Plätze raussuchen können, wie die ganzen anderen geistlichen Gelehrten, und da sitzen und einfach schön die Predigt genießen und sich noch ein bisschen mehr mit geistlicher Nahrung vollstopfen. Nein, sie kommen mit ihrem Freund, sehen, es ist kein Platz und suchen eine Lösung. Und durch dieses Verhalten wird aus dieser Mattengemeinschaft, in dem der Gelähmte ehrlich ist und die Freunde ihn unterstützen, eine Dachzerstörergemeinschaft. Von der Mattengemeinschaft zur Dachzerstörergemeinschaft. Hast du schon mal für jemanden ein Dach abgedeckt? Was bist du bereit zu geben für einen Freund? Und wenn man dann Jesus noch dazu nimmt, was jetzt gleich passiert, wenn ich es weiterlese,
dann entsteht aus der Mattengemeinschaft und der Dachzerstörergemeinschaft eine göttliche Gemeinschaft. Ich lese euch weiter vor. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich muss euch sagen, ich habe das beim ersten Lesen glatt überlesen, was da steht. Dann bin ich so drüber gestolpert. Ich finde, in der Bibel gibt es so viele Schätze und wir sehen das oft nicht, weil man irgendwie dann so schnell drüber liest oder sich gar nicht die Mühe macht, da reinzugraben. Da steht, als Jesus ihren Glauben sah, reagiert er. Nicht, als Jesus seinen Glauben sah. Es ging nicht um den Gelähmten, sondern es ging um eine Gemeinschaft. Ich finde das ein fantastisches Detail. Jesus schaut alle an. Und kennst du das? Ich kenne das gut, dass ich oft für andere einen größeren Glauben habe als für mich selber. Ich kann mir vorstellen, dass das von Gott extra so eingefädelt wurde, dass es so ein geschicktes, göttliches Prinzip ist, dass wir füreinander einstehen können und sollen und nicht einfach alleine vor uns rumdümpeln. Ich durfte das schon hin und wieder erleben, dass mir jemand das Dach abgedeckt hat, und eine Geschichte möchte ich euch erzählen. Und zwar war es an einem schönen Wochenende, eigentlich alles easy, wir waren noch schön verabredet und plötzlich gibt es einen Notfall. Der Benedikt hat irgendwas und wir müssen ins Krankenhaus. Gut, also wir waren schon öfter im Krankenhaus, aber dann noch einmal mehr. Rufe ich also die Freundin an, mit der wir eigentlich verabredet waren, sage ihr, wir können jetzt nicht kommen, wir müssen jetzt ins Krankenhaus, Notfall und so weiter, dann fahren wir ins Krankenhaus. Ich bin wirklich so am Limit, weil ich mir denke, das gibt's doch nicht, dass es schon wieder was ist, ich habe wirklich keine Kraft mehr, bin einfach traurig und sitze da im Wartezimmer oder in diesem riesen Wartesaal in der Notaufnahme im dritten Orden und es dauert ewig und ich denke mir, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Auf einmal sehe ich, wie dieses Pärchen, mit dem wir eigentlich verabredet waren, zur Tür reinkommt. Laufen dann so rum und schauen und entdecken uns irgendwann da hinten. Und dann kommen sie auf mich zu, auf uns, und sage ich, was macht ihr denn hier? Ach du, wir haben einfach gedacht, wir kommen, und während ihr im Wartezimmer, im Behandlungszimmer seid, da beten wir. Das hat mich so berührt. Die haben sich auf den Weg gemacht. Die sind einfach gekommen. Für mich sind solche Dachzerstörer oder solche Dachabdecker auch die ganzen Leute von Kickit. Das ist unsere Brennpunktarbeit in Milbertshofen, wo Menschen einfach sich wünschen, dass Kinder und Jugendliche von der Straße wegkommen und Gott begegnen und ihr Leben verändert wird. Und da sind ganz viele jetzt hingezogen und haben gesagt, sie stellen ihr ganzes Leben da zur Verfügung. Das sind für mich Dachabdecker. Die teilen ihr Leben, ihren Alltag, alles, was sie haben. Wie fühlt sich das für dich an, wenn jemand das Dach abdeckt? Für wen würdest du das Dach abdecken? Ich glaube, dass man leicht denkt, Mensch, ja, also ich brauche jetzt jemanden und ich habe eigentlich irgendwie nichts zu geben und warum ruft mich denn niemand an? Und ich glaube, jeder von uns hat was zu geben. Das Wichtige sind einfach zwei Schritte. Das eine ist, was sehen und was tun. Und dieses Ehepaar hat gesehen, dass es mir nicht so gut ging und hat einfach gehandelt. Die sind einfach gekommen und haben uns unterstützt. Und der vorletzte Punkt, die letzten zwei Punkte sind recht schnell, der vorletzte Punkt ist Vertrauen. Ich freue mich besonders drauf auf den Punkt. Da geht es darum, dass der Gelähmte sich entscheiden muss, seinen Freunden zu vertrauen. Wie ist es denn, wenn man da so hochgehoben wird und nicht so ganz weiß, hier haben wir jetzt zum Glück keine Seile, aber ob das hält? Woher weiß ich, dass die mich nicht fallen lassen? Oder dass nachher, wenn der Gelähmte da unten war, dass Jesus nicht sagt, ja, sag mal, also du störst mich aber jetzt aber wieder raus hier. Was das für ein Vertrauen braucht in die Freunde, dass sie dich tragen, dass sie stark genug sind.
Und gleichzeitig, das könnt ihr noch, gleichzeitig das Vertrauen in Gott, dass er so eingreift, wie er es für richtig hält. Ich glaube nicht, dass der Gelähmte besonders viel Lust hatte, mit Jesus da vor versammelter Mannschaft über seine Sünden zu sprechen. Und trotzdem sagt Jesus das, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann nachher erlebt er das Wunder. Er hat vertraut und Gott macht es immer gut. Egal in welcher Situation du bist. So, jetzt seid ihr erlöst, ihr dürft mich wieder runterlassen. Genau. Vielen Dank. Und der letzte Punkt, nachdem jemand vertraut hat. Vertrauen ist übrigens immer wie so ein Vorschuss. Man kann nicht vertrauen und wissen, ob es klappt. Der letzte Punkt ist nicht aufgeben. Das ist ehrlich gesagt einer meiner krassesten Punkte. Weil ich bin so jemand, wenn ich das mitkriege, dass es jemandem schlecht geht oder dass jemand so eine Matte hat und Hilfe braucht, dann bin ich ganz schnell, ich und meine ganzen Small Group Mädels und ich kenne viele hier, die bereit sind zu sagen, komm, wir beten für dich und vielleicht fasten wir sogar ein paar Tage und wollen wirklich unterstützen. Aber irgendwann, ehrlich gesagt, wünsche ich mir dann, dass endlich das Problem wieder weg ist. Wenn jemand schlecht schläft, wenn jemand vielleicht Essstörungen hat, wenn jemand sich ständig mit seinem Partner streitet, wenn jemand in der Arbeit gemobbt wird, wenn jemand krank ist. Ich bin wirklich so, Problem ist da, Problem muss weg. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann dieses Dranbleiben, das kostet mich so viel. Das ist mühsam. Dranbleiben und nicht aufgeben. Und die Jungs, die haben nicht aufgegeben. Die standen vor verschlossenen Türen, haben eine Lösung gesucht und den Gelähmten dann da irgendwie runtergelassen, bis was passiert ist. Ich wünsche mir, dass wir im ICF dafür bekannt werden, dass wir solche Dachzerstörer sind und dass wir dranbleiben und dass wir Menschen in unserem Umfeld, denen es nicht gut geht, dass wir sie begleiten und sie unterstützen. Wie auch immer das aussehen kann. Wirklich, Gebet, Fasten, das ist alles super, aber ich wünsche mir manchmal, dass man noch mehr Jesus da reinnimmt und Jesus fragt, was willst du denn? Was willst du machen? Willst du die Person nachher gesund machen oder ist es einfach ein Prozess, in dem wir alle wachsen? Und vielleicht ist es jetzt neu für dich, dass man sich mit Gott wirklich unterhalten kann und dass Gott wirklich eine Antwort gibt. Aber es ist so. Gott spricht zu uns, dass wir es verstehen können. Und wenn du das nicht glaubst, dann bitte ich dich, dass du dich, wenn du möchtest, bei dem Online-mit-Gott-Workshop anmeldest. Der ist jetzt wieder Anfang November. Da kann man das mal ausprobieren. Dieser Workshop hat mein Leben verändert, weil ich inzwischen Ideen habe, wie ich Gott fragen kann, wie ich dranbleiben kann, wie ich helfen kann. Soll ich jemandem eine Karte schreiben, eine SMS schreiben? Letztens hat mir eine Frau erzählt, dass eine andere Frau bei ihr vorbeikam und gesagt hat, du, ich habe einfach den Gedanken gehabt, als ich mich mit Jesus unterhalten habe, ich soll mal einen Korb Wäsche von dir abholen und waschen. Ist das nicht cool? Ich meine, es ist verrückt, aber was kann da passieren? Dranbleiben. Egal wie das aussieht. Alles ist erlaubt. Aber es ist wichtig. Und es gibt einen Mann, der mich sehr beeindruckt. Sein Name ist Bill Wilson. Der wurde mit 12 Jahren ausgesetzt von seiner Mutter. Die war Alkoholikerin. Hat ihn einfach ausgesetzt an der Straßenecke und kam nicht mehr zurück. Und der Mann hat so viel Krasses durchgemacht, hat sich irgendwann entschieden, dass er eine Straßenkinderarbeit aufbaut in New York. Es ist inzwischen ein riesiges, erfolgreiches Projekt. Und dieser Mann wurde mal gefragt, was für ihn Gewinnen bedeutet. Und dann hat er einen Satz gesagt, der Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren ist sehr einfach. Meist heißt Gewinnen einfach nicht aufgeben. Und ich glaube, dass das einfach der Punkt ist, der tief geht, wo wir alle eine Entscheidung treffen müssen. Wo möchte ich dranbleiben? Welches Gesicht kommt dir jetzt in den Sinn, wo du dranbleiben möchtest, wem du nachgehen möchtest? Ich wünsche mir,
dass hier was losgeht, einfach eine Welle an Gemeinschaft, an Liebe, an Mattenmanagement, Dachzerstörergemeinschaft und göttlicher Gemeinschaft, dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass an der Gemeinde die ganze Fülle der Schönheit der Schöpfung Gottes sichtbar wird. Und ich glaube, davon sind wir noch entfernt. Und trotzdem bin ich tief überzeugt, dass jede einzelne Person eine Autorität bekommen hat, Menschenleben zu verändern und anderen Menschen zu helfen, dass sie ein Wunder erleben mit diesem Jesus. Ich weiß nicht, an welchem Punkt du jetzt stehst. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die für mich Sinn gemacht haben. Und ich fände es gut, wenn du in der nächsten Zeit, wo wir einfach ein bisschen Musik hören, dir über die Fragen Gedanken machst und überlegst, ob das eine oder andere einen Schritt und eine Entscheidung für dich bedeutet. Und dann komme ich nachher nochmal und dann beten wir nochmal. Du weißt jetzt, wo jede einzelne Person hier steht, wo sie steht auf ihrer geistlichen Reise, was ihr jetzt so durch den Kopf geht, wo du ihr Herz berührt hast oder wo sie vielleicht denkt, sie hat mit dir noch gar nichts zu tun. Ich danke dir, dass es so gewaltig ist, mit dir unterwegs zu sein, dass du dich um jede Person jetzt gleichzeitig kümmern kannst und jeder Person gleichzeitig zuhören kannst. Und Jesus, deswegen, wer jetzt möchte, kann einfach in der Stille eine Entscheidung sagen, weil ich glaube, es ist wichtig, konkrete Entscheidungen zu treffen. Und wenn du magst, sag jetzt in der Stille Jesus einfach, was du tun möchtest und wo du da seine Hilfe brauchst. Jesus, du hast es jetzt alles gehört und ich spreche jeder einzelnen Person zu, wo sie eine Entscheidung getroffen hat, ein Dach zu zerstören. Ich segne sie mit Mut, mit dem richtigen Wort zur richtigen Zeit. Und die Personen, die sich entschieden haben, ehrlich zu werden, dich segne ich auch mit Mut, das auszusprechen und umzusetzen, wenn es soweit kommt. Und ich segne dich mit Freiheit, dass du nicht auf irgendwelche Ängste guckst, weshalb es vielleicht besser wäre, doch nichts zu sagen. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jeder Person in dieser Woche zeigst, welche Schritte dran sind, was umzusetzen ist, und danke dir, dass du uns damit nicht alleine lässt, sondern dass wir göttliche Gemeinschaft erleben können, indem wir treu sind. Amen.